Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Manic Mansion Mania Episode 70. Manic Mansion Begins. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind hier im Manic Mansion. Mit Fred haben wir schon die Untergeschoss uns angeschaut. Mit Edna das Mittelgeschoss. Und jetzt gehen wir zu Ed. Und da schauen wir uns jetzt mal das Obergeschoss an. Sternklare Nacht. Hallo Hamster. Mein lieber kleiner Hamster. Können wir mit dir reden? Hallo kleiner Hamster. Mein lieber kleiner Hamster. Du kommst mit mir. Ein Wimpel. Können wir es auch mitnehmen? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ich werfe seit 3 Jahren mein ganzes Taschengeld da rein. Da müssten jetzt dann 30 Cent drin sein. Genau, das sind diese 30 Cent, die wir auch im Manic Mansion finden. Es scheint nicht aufzugehen. Ich glaube nicht, dass ich es nehmen kann. Okay, da geht nichts. Was haben wir da? Bilder von einem Hamster. Ich liebe Hamster. Das ist ganz normal. Den will ich nicht mit mir rumtragen. Ein alter Brief. Der einzige, den ich jemals bekam. Okay, und dann kannst du den nicht irgendwie lesen? Naja, anscheinend nicht. Meine Modelle, mein ganzer Stolz. Und da ist der Kommandoplan, den kennen wir ja. Mein geheimer Kommandoplan. Ich arbeite schon Jahre dran. Langsam verliere ich den Überblick. Da muss ich irgendwie mal wieder dran arbeiten. Aber nicht jetzt. Ja, er arbeitet dran, aber noch nicht. Im Manic Mansion arbeitet er ja schon dran. So, jetzt schauen wir uns weiter um. Heute ist der 23.02. Leere Plastikschalen. Wir sollten lieber hier stehen bleiben. Ja, da kommen doch die Organe von Ted rein. Ein Souvenir von Teds Fernreisen. Können wir den Fernseher benutzen? Nee, schade. Davon tun die Arme weh. Der ist kaputt. Da ist wohl eine Schraube locker. So sehen also die Menschen in Ägypten aus. Okay. Oh, ein Pümpel. Nehmen wir mit. Der sitzt ja bombenfest. Blau. Ruf doch mal an, Edna, und Telefonnummer, ich weiß nicht, ob er die vielleicht, Ja. Ich habe meinen Zettel verloren. Okay, also. 5235. Ich weiß nicht, ob wir die Nummer hier brauchen, aber ich schreibe sie mal auf. So. Gut. Oh, können wir auch. Hey, das geht. Können wir diesen Hahn auch mitnehmen? Nee, geht nicht. Weil der fehlt ja im Original, also im Manic Mansion ja auch. Und liegt in der Garage. Hatten wir eigentlich Werkzeug? Moment mal. Nee, wir hatten kein Werkzeug. Okay. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch Werkzeug, damit wir den Kraftomat reparieren können. Weil der muss ja eigentlich auch repariert werden. Schön. Das sind Mom, Dad und mein Großvater. Ein schönes Feuerchen. Die ganze moderne Technik steht im Keller. Der Meteor diktiert mir immer seine Memorien. Ich traue mir gar nicht, ihm zu sagen, dass meine Grammatik ziemlich bescheiden ist. Abgeschlossen. Ted war schon immer sehr misstrauisch. Oh, da ist ein Käfig. Ah, unser alter Vogelkäfig. Das waren noch Zeiten. Ein goldener Käfig. Woran erinnert mich das nur?
Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aha. Ja, da bräuchte man wahrscheinlich... Ah, das ist einfach nur Steuerung. Ja, aber wir haben keine Münzen. Also Münzen braucht man auch hier. Alles klar. Channel Nummer 345. Ich will sicher nicht so riechen. Dann mal los. Okay, was passiert, wenn wir jetzt Edna anrufen? Ah, wir brauchen wahrscheinlich diese 555 vorne noch dran. Die es in den Spielen immer hat. Ja, das war auch Ednas Nummer. Naja, gut. Ach, das ist ja unsere eigene Nummer. Gut erkannt. Ich kann das Quietschen der Federn bis in mein Zimmer hören. Sieht nett aus. Wofür braucht man dann diesen Spiegel? Als kleines Kind durfte ich da nie reinschauen. Die ist gut verschlossen, ja, okay. Wow, da ist ein Geist. Wer bist du? Erkennst du mich nicht? Du kommst mir schon bekannt vor. Ich bin Edward Edison, dein Großvater. Wirklich? Ich dachte, du wärst gestorben. Das bin ich auch. Wieso bist du ein Geist? Ich finde keine Ruhe. Ja, Mom schnarcht ziemlich laut. Doch nicht deswegen. Ich sorge mich um deinen Vater. Und warum? Das erkennst du nicht? Er ist dabei, diese Welt ins Unglück zu stürzen. Was willst du hier? Ich will dir helfen. Mir helfen? Ja, du musst diesen Irrsinn ein Ende bereiten. Diese Kreatur im Keller steuert eure Handlungen. Sowas dachte ich mir schon. Früher wollte Dad nie die Menschheit versklaven. Es gab oft Beschwerden, wenn er operiert hat, aber so schlimm war es noch nie. Hör mir endlich zu. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Es stand ja auch noch nie so schlimm um euch. Warum erzählst du das nicht, Dad? Dein Vater hat noch nie auf mich gehört. Es wäre zwecklos. Hast du noch die Kombination für den Safe? Natürlich. Wie lautet sie? Warum willst du das wissen? Wir brauchen das Geld, das du uns hinterlassen hast. Das Geld? Der Meteor ist sehr ungeduldig. Es war vier Zahlen. Moment. Du hast sie vergessen? Ja. Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut, seitdem ich tot bin. Ja, na, ganz toll. Keine Sorge, ich habe sie damals aufgeschrieben. Oh gut, wo denn? An einen geheimen Ort. Wo ist die Kombination für den Safe versteckt? Die hängt wo im Haus, habe ich? Es ist schon so lange her. Ich habe sie in vier Räumen versteckt. Was versteckt? Die Teile. Was für Teile denn? Geh mal durch die Zimmer. Ich zeige dir dann, wo du suchen musst. Aber welche Zimmer meinst du denn? Verdammt. Okay, wir müssen also einfach mal in alle Zimmer nochmal reingehen. Und dann wird er wahrscheinlich auftauchen. Aber ich konnte nicht mehr das ganze Gespräch fertig machen. Nee. Großvater hat uns all sein Geld vererbt. Aber die Kombination für den Safe hat er nie verraten. Okay, das ist jetzt die richtige Aufgabe für Ed. Hier ist er nicht aufgetaucht. Manchmal kommen da merkwürdige Funksprüche durch. Wen soll ich denn anfunken? Rescue on Fractalus. Auch ein Spiel. So ein Spiel von Lucasfilm. Wo nehmen die nur die Ideen her? Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses Bild lebt. Da oben wollen wir bald mal renovieren, sobald die Leiter repariert ist.
Ja, okay. Können wir die Radiorohre mitnehmen? Das kann jedes Kind. Im Manic Mansion konnte es ja nur Bernhard. Er ist auch kein Geist. Ich hoffe ja, dass der Geist einfach so auftaucht. Da oben ist wahrscheinlich auch nichts. Nee. Okay, dann sollten wir mit Ted mal die ganzen Räume hier nochmal absuchen. Ed, komm hierher. Hier, in diesem Raum ist ein Teil zu finden. Und wo genau? Das findest du schon selbst. Hörst du etwa Selbstgespräche? Das ist ja auch cool, dass Edna, wenn sie da ist und er redet. Das ist ja cool. Ja doch, man kann nachher hier hinten gehen. Ich weiß nicht, wo das Bild hinführt. Hier? Nee. Wo soll hier ein Teil der Kombination sein? Kann man die irgendwie wegziehen? Nee, auch nicht. Das ist aber keine Pixelaufgabe, oder? Dass man hier pixelgenau irgendwas suchen muss. Edna, geh mal ein bisschen außerhalb aus dem Weg. Moment, da ist doch was, oder? Nee, ich hätte jetzt gedacht, hier wäre irgendwie was, aber ist auch nicht. Nee. Also entweder bin ich jetzt blind oder ich sehe nichts. Oder man muss natürlich noch irgendwas machen, um das zu sehen. Merken wir mal, hier ist auf jeden Fall so ein Teil, wo wir was machen müssen. Die Frage ist tatsächlich aber nur wo. Okay, schauen wir mal weiter. Hier ist nichts. Kannst du den Dinger, den Hockeyhammer mitnehmen? Oh, guck mal, und das Skelett fehlt auch noch. Sehe ich gerade. Ed, warte mal. Geht es auch genauer? An der gleichen Stelle wie oben im Flur. Du siehst gruselig aus, wenn du vor dem Bild stehst. Also hier muss auch eines sein. Ich habe schon wieder das Gespräch mit abgeklickt. An derselben Stelle wie oben im Flur. Aber ich habe ja noch oben noch nichts gesehen. Das ist Mama. Das ist Papa. Meine Eltern meinen, ich habe Talent. An derselben Stelle wie oben. Aber ich habe oben ja nichts gesehen gehabt. Und hier sehe ich ehrlich gesagt auch nichts. Wenn du den Fernseher benutzt, kommt dann was anderes?
Tatsache. Aha, okay, Dr. Mao. Endlich habe ich sie. Agent Cooper! Sie haben es tatsächlich bis hierher geschafft. Wie könnten Sie an meinen Wachen vorbeikommen? Natürlich mit meinen streng geheimen Kommandopaket. Oh nein. Oh ja. Ich habe sie besiegt. Sie und ihre Handlanger können Schleim fressen. Hey Kids, Agent Coopers Kommandopaket. Wollt ihr auch so smart sein wie Agent Cooper? Wollt ihr die bösen Monster in euren Keller besiegen? Hm? Ja? Dann holt euch das Kohle. Agent Cooper Kommandopaket. Jetzt für nur $59. 555 und dann immer die 666. Das klingt ja sehr interessant. Okay, das Kommandopaket holen wir. Das kommt zwar erst im Manic Mansion, aber das holen wir. Jetzt wissen wir wenigstens auch, woher er das hat oder warum. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas, um das Deck zu sehen. Hierher. Hier ist auch noch ein Teil. Mehr Details? Hier, wo ich stehe. Okay. Das wären dann 3. Wo ist der letzte Teil? Das sage ich nicht. Seufz. Diese Pflanzen haben auch schon bessere Zeiten gesehen. Ich glaube nicht, dass ich sie nehmen kann. Ach, da war Tapete. Was soll ich sagen? Nett, aber völlig uninteressant, oder? Das kann man nicht einfach so nehmen. Womit denn? Vielleicht brauchen wir ja das Skalpell? Also ich glaube, das müsste dann die Tapete sein, wo das Ding liegt. Weil in der Pflanze scheint nichts zu sein. Wir geben Ed mal das Skalpell. Vielleicht können wir mit dem Skalpell die Tapete wegmachen. Wo war's denn, Tapete? Mal sehen. Da ist was dahinter. Teil eines Fotos. Schade um das schöne Foto. Okay, dann sind die anderen oben wahrscheinlich auch so dahinter. Okay, das müssen wir gleich nochmal anschauen. So, warum nicht? Diese Menschen erobern unsere Welt. Jetzt neu auf den Markt. Kinderleicht zu bedienen. Einfach zu installieren. Rufen Sie an 555-5180. Sichern Sie Ihre komplette Ausstattung schon heute. Jetzt gleich bestellen unter 555-51. Wir liefern im Express-Service. Das wäre doch was für Dad. Cool. Damit haben wir jetzt auch schon wieder was Neues. Das probieren wir gleich mal aus, sobald wir am Telefon sind. Aber ich würde sagen, als allererstes reden wir mal mit Ted. Mit Ed haben wir ja noch nicht mit Ted geredet. Hey Ted, was willst du? Ich würde gern wissen, was du da machst. Ich bereite meine nächste Reise vor. Nach Ägypten? Sehr richtig. Aber der Meteor sagt, dass keiner von uns hier weggehen darf. Es sei denn, er befiehlt es uns. Der schleimige Kopf hat mir nichts zu sagen. Das solltest du ihn nicht hören lassen. Wie ist das denn so in Ägypten? Hauptsächlich warm.
Auch im Winter? Auch im Winter. Du fährst also wegen dem Wetter dahin? Nein. Die Kultur und das Leben der alten Ägypter interessiert mich. Und was ist mit den jungen Ägyptern? Die sind genauso naiv und ungebildet wie die Jugendlichen hier bei uns. Aber die alten Leute vergessen doch alles. Die Ägypter, die ich besuche, sind schon lange tot. Und das soll interessant sein? Warum streitest du dich so oft mit meinen Eltern? Sie sind verärgert, weil auch ich einen Teil der Villa geerbt habe. Aber das Haus ist doch groß genug für uns alle. Aber nicht groß genug für das Ego deines Vaters. Warum siehst du da nicht aus? Die Edisons wohnen schon seit Generationen hier in diesen Anwesen. Ich habe vor, für immer hier zu wohnen. Für immer? Mindestens noch 200 Jahre. Ja, das wirst du auch machen. Weißt du, wo Großvater sein Geld versteckt hat? Du meinst diese Legende vom großen Erbe? Ja, genau. Nun, er hat immer behauptet, uns seinen wertvollsten Schatz zu vermachen. Aber er starb ja etwas, unerwartet. Und die Kombination für den Safe stand leider nicht im Testament. Woran ist Großvater eigentlich gestorben? Keine Ahnung, Ed. Dein Vater hat den Totenschein damals ausgestellt. Demnach war es ein natürlicher Tod. Dann wird es wohl auch so gewesen sein, oder? Ja, sicherlich. Reden wir da besser davon nicht mehr. Mein Magen macht das nicht mit. Ich gehe dann mal wieder. Tu das, Ed. Sein Magen. Und ich sehe an Kali-Kapseln. Vielleicht Magenprobleme und wir geben ihm etwas gegen die Magenschmerzen? Und es ist so ein Sian Kali-Dings? Okay, eine Sache. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo die Dinger kaputt waren hinter der Tapete. Weil im Manic Mansion waren ja die ganzen Tapeten kaputt, glaube ich. Nee. Haben wir da oben noch was? Müsste ich tatsächlich mal schauen, wo die Tapeten kaputt sind. Da, Tapete. Mit den Stalkel komme ich da nicht ran. Okay, wir brauchen was anderes. Auf jeden Fall, da haben wir die Tapete. Da ist der erste Teil. Und wenn ich jetzt hier nochmal runtergehe, dann müsste es doch auch hier gewesen sein, oder? Du hast doch gesagt. Aber ich sehe ja nichts mit Tapete. Niedlich. Komisch, ich sehe jetzt hier nichts mit Tapete. Naja, gut. Ich glaube aber, ich weiß, wo die anderen sind. Aber das hier verstehe ich jetzt noch nicht, wo der genau das Ding sein soll. Es soll da sein, wo es oben ist. Aber oben müsste es ja dann hier in etwa gewesen sein. Aber da haben wir nichts. Außer die Lampe. Aber mit der kann ich ja leider nichts machen. Hallo?
jetzt. Ah, ja, müssen wir mal schauen. Aber erst in der nächsten Folge würde ich sagen, bis dahin macht's gut und tschüss.